herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht es hier für euch? Euer juckender Nase Lazy und wir sind wieder zurück in einer weiteren Folge von. Drei. Jawohl, ich habe gerade ein bisschen noch geguckt zwischen den Folgen. Ich habe hier goldene Schlüssel Keys eingegeben mal. Und das war ja sowieso damals so. Ah ja, okay. Das war sowieso damals so ein Feeling mit Shift-Code eingeben. Alter, was ich damals. Morn, was soll der Scheiß? Du weißt, dass ich die Karte suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Wow, ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht. Komm schon! Aha. Ja, und was ich damals vor der Xbox gesessen habe, ohne Scheiß jetzt, und Shift-Codes reingedrückt habe, manche auch zwei, dreimal, weil man einfach nicht mehr wusste, welche, wie und was, heftig. Okay, wir sind jetzt hier in Alice Garage. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Ja, aber Granatenmod ist eh nicht so. Boah, die Kartons sind jetzt ultra cool. Ja, dann muss ich was verkaufen. Ah, ich hab vergessen zu verkaufen. BTF! Ach ja, stimmt. Ich habe auch komplett vergessen. Ich habe meine Gearbox-Belohnung geholt, weil ich habe ja Borderlands 3 übel vorbestellt und so. Oh Gott, sieht das geil aus. Das sieht aus wie so eine Nerf-Gun. Alter, ist das cool. Die wird halt definitiv verwendet. Das Ding wird auch definitiv verwendet, auch wenn wir jetzt zwei Pistolen haben. Das macht aber nichts. Später. Okay. WTF? Okay, ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich jetzt totaler Fail gewesen, dass ich das jetzt alles rausgehole, oder? Ich würde mal gern die Shotgun auf Notfall behalten und die Rifle. Aber ich denke mal, das Schild können wir uns jetzt erstmal sparen. Das Ding können wir uns erstmal sparen. Nate sowieso. Das Wasser. Erstmal. Können wir hier noch was? Ja, sorry, da muss ich jetzt einen Lazy Move machen. Das ist alles Kohle. Ich weiß nicht, ob das Geld jetzt hier noch wichtig ist in dem Game. Ist für den Anfang, denke ich schon. Ja. Nochmal von vorn. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Ups, ich bin abgerutscht. Was zum Fick? Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt. Flöber, bist wieder da. Also wir nicht vergessen, wir sehen uns. Was? Alter. Hey, ich bin gerade komplett geflasht. Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Das mit dem Raketenwerfer hast du voll drauf. Ich liebe solche Frauen. Wie das? Charmant. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Steht ein Fahrzeug. Aber ich meine natürlich, ich möchte natürlich die hier mit Plus machen. Die Bonus-Herausforderung. Weiß nicht, was nachher noch wichtig ist. In Borderlands 2 war es wichtig. Ich bin unaufhaltsam! Aha, aha, aha. Ja, dann zeig mal her. Jo, was? Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist nichts. Vielleicht das Wappen so. Ja. Ich
der Jungs im Todeswunsch gewährt. Machen wir mal die andere aus. Für Tyreen! Sieht aus wie so ein... Das habe ich vermutlich verdient. Okay, ich habe keinen Plan, aber ich glaube, die Malevan, die ist es erstmal nicht. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil eigentlich wäre das der perfekte... Nicht zu schüchtern! Such dir eine Karre und wirf den Fahrer raus. So machen wir das hier. Normalerweise eher mein Stil wäre gewesen, zu warten, bis ich Max Level bin. Was noch nicht dauert, natürlich. Aber, und dann das Ding einlösen. Aber ich dachte, jetzt halt mal das machen wir. Aber die sind tatsächlich gar nicht so. Oder kommen die mit schon wieder raus? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, die sind jetzt nicht wirklich auf mein Level angepasst, oder? Sind die auf mein Level angepasst? Ja, Level 5. Shit! Ah, das hätte ich vielleicht besser lösen können. Ich will deine Augen sehen! Mach dich für ein Top! Doch, Schnauze jetzt, so. Wir gehen uns unsere erste Karte kaufen, würde ich sagen, ne? Wir spawnen doch jetzt safe noch irgendwas dran. Ja, alles klar. Ich zeige dir die Macht der Zwillingsgötter! Leute, wie siehst du aus? Du wirst dich an meinen Namen erinnern! Ah, da kommt noch einer, okay. Ja. Oh, ein Schwesterherz! Ah, da macht nichts, aber schon. SMG, die macht da schon ein bisschen mehr Schaden. Ah, okay, 10, ja gut. 10 oder 8. Der Tod holt uns alle. Aber dich zuerst. Die Leute nicht alle. Also ich fand ja ohne Spaß in Borderlands 1 die Revolver und dann wäre ich die Aber mal, das probieren wir aus. Das probieren wir aus. Auf ihn rum zu. Hey! Ah, schade, ich dachte, das ist vielleicht noch voll. In Borderlands 1 war das so, da heißt. Italienische Kleppner heißt. Ja, komm doch raus jetzt da. Ach, mit den grünen Dingern, das ist von der Torfknarre. Das ist tatsächlich ein Nerfgun. Nice. Oh Gott. I love it. Ah ja, die Herald, also wie man sieht. Achso, ich soll mir einen stehlen, wa? So war das. Okay, alles klar, Fahrzeuge. Passe dein Fahrzeug an und schalte neue Teile frei, indem du gekaperte Fahrzeuge in ein Catch-A-Ride scans. Fahrzeuge in ein Catch-A-Ride spawnen, flexible Schnellreiseorte. Schnellreiseorte, geil. Dir gefällt die Steuerung des Fahrzeugs nicht, dann kannst du... Okay. Aus jetzt. Okay, ja, das ist so wie immer. Ich bin schon fast auf der Iridium-Ebene. Bist du irre? Ich bin der letzte meiner Produktionsreihe. Plant ihre Teile, damit ich mir eine Freundin bauen kann. So, was? Oh, mal wo in der Nähe? Claptrap, wo? Was ist das? Toter Claptrap. Die Richtung? Ah! Halt! Okay, rechts. Ich bin gerade echt durch Kaktus durchgemacht. Nein, nicht auf mich! Auf ihn! Ah! Okay, man wird nicht so drauf gedrückt. Also das ist nicht mal. Ja, das ist sich da ein bisschen mit meinem Kollegen zu streiten. Jemand hat diesen Klettrapp als Pinata benutzt. Blöd nur, dass nicht
Beten und Tränen. Aber der hatte auch einen gyroskopischen Rotor. Die verhindern, dass wir ständig umfallen. Meiner fehlt mir schon seit Jahren. Meine Freundin wird eine bessere Version von mir sein. Ich wollte jetzt gerade wieder die ganze Munition sagen, das ist ein bisschen doof, aber naja, scheiß drauf. Rein und weiter geht das. Das werden natürlich nicht die einzigen Autos sein. Schon gehört, weil neue Komponenten kommen sich durch das Klauen von Fahrzeugen da freischalten noch. Da! Wo? War das gerade der? Ah, okay, da noch einmal. Ich glaube, das geht jetzt unendlich so weiter, wa? Ich meine, das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Wir sind ja hier durch. Dann plätzen wir mal zurück, ja? Alter, geil! Okay, wo müssen wir noch überall hin? Ich denke mal, den einen da vorne, den kann man einsammeln. Jetzt schon. Stell die Karre einfach da vorne ab! Alter, die Motorengeräusche! Mega! Mega, mega, mega! Sind wir schon vorbei? Nee, doch. Hä? Vorbei? Ah. Ich glaube besser nicht mit Auto. Ich glaube besser ohne. Dann ich schätze mal einfach hier ab. Vielleicht Fehler, vielleicht keiner, wer weiß. Ich sehe definitiv einen Fehler. Wenn man da drüben wieder hochfahren kann. Schöner Scheiß, egal. Passt. Alter, die Hupe. Okay, und rein. Oh, pass auf die blöden Stromschläge auf! Ja. Das muss man doch irgendwie ausschalten können! Ach so. Wenn du was zum Fahren brauchst, musst du dir ein Fahrzeug stehlen. Ein Göffel! Nice! Ein Göffel! So, wir haben noch ein bisschen. Ne, wir fahren da oben jetzt rüber. Und sammeln mal die Kämpfe-Teile ein. Dann geben wir das Auto noch ab und dann gucken wir mal, was noch an Zeit ist. Guck mal, Mama! Schwerelos! Also, guck mal, Mama! Nice. Vorne ist noch was. Da unten muss irgendwas sein! Versuch mal, die Bodenluke zu öffnen! Immun. Mit was? Irgendwie muss man das Ding doch aufkriegen. Granate? Fragezeichen. Wir haben ja hier super geile Granatenmods am Start. Prallt ab, explodiert bis zu 5 Mal. Leg dich nicht mit einem Gummiball an. Der Ultraball. Bye bye, kleiner Arschkopf. Bye bye, kleiner Arschkopf. Okay, pass auf. Wir nehmen jetzt den Schildbot mal raus. Oder? Warte, das war die Drohne. Und den brauchen wir. Nee, das ist die Drohne. WTF? Moment, wie kann ich jetzt nochmal Granaten auswählen? Juch. Wie? Nö. Hä? Dumm? Ausrüstung verwalten. Aha. Ablegen.
Hä? Nein! Luis! Ah, wie jetzt komplett doof. Na egal. Wie öffnen wir das Scheißding? Wie öffnen wir das Ding? Mir fiel es nie schwer, die Aufmerksamkeit von Banditen zu gewinnen. Ich fange mit der blanken Hüfte an und lasse dann die nackte Faust folgen. Bäm! Ja, Eddie, das ist ja echt Wahnsinn, oder? Aber ich denke, bei Borderlands 3 kann man das machen. Aber guck, das sieht hier verdächtig aus, nach runter springen. Oder? Nee. Wie öffnet man die Scheiße? Klettere möglichst hoch, spring und duck dich, um deine innere Stärke zu wecken. Echt jetzt? Wie ein Schmetterangriff oder was? Ja, Pre-Sequel, das ist richtig. Und duck dich. Halt. Alles looten. So, okay, dann geht's wieder hoch. Aber das ist nice. Gott, ist das nice. Das gefällt mir heftig. Ohne Spaß. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der eridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen könnten. Okay. Warkids? Alter, das ist sowas von fucking awesome. Das ist so fucking awesome. Aber Warkids? Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Du könntest nicht mal den Arsch einer Kuh mit einem Benjo treffen. Verpumpt ihr euch auch, oder? Was ist da los? Halt daher. Verzieh dich besser. Mega. Okay, nice, das ist gut. Das mag mir echt dabei. Ja gut. Feine Schnauze. Yo. Endlich sind wir mal ein bisschen hier in meinem Revier. Nice. Okay, mir ist da auch die Feuerrate gerade echt mal wurscht. Das ist sogar noch eine gute. I love it. Jetzt schon. Übel gut. Okay, aber jetzt holen wir uns hier jetzt noch so ein Laptop-Teil ab. Das ist ein KDK-Eco-Transponder. Wer weiß, was die für eine schändliche Übertragung mit dem Ding übertragen. Kletter darauf und zerstör ihn.
Rex sind auch wieder da, das gefällt mir. Bitte! Komm schon, Greg! Schon, Greg! Aufs Maul! Ja, Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, ewig, ewig gutes Skill, ewig gutes Skill, alles da. Ah ja! Oh Gott! Ist mein heiliges Blei! Erwischt nur das Fetzen! Ah ja! Immer besser! Ja, ich hab's gesagt! Fehlt weise, ihr Loser! Was gibt viel Glück noch! Egal, dann wechseln wir wieder. Aber Snipe ist auf jeden Fall schon mal was sehr Leckeres. Das gefällt mir sehr. Ach guck, jetzt wird hier einfach mal alles das ist mal. Okay. Ja gut, jetzt wird hier ein Skelett erklärt. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal noch. Ey! Danke! Nice. Und gib mal her das Ding. Dann. Und jetzt zerstör diesen Echo-Transponder! Hol mir die Antenne! Das sieht aus wie meine alte Antenne! Nichts geht über einen Clip-Trap-Klassiker! Eingetragene Marke! Das ist so dick, Alter, mit dem Schmetterangriff! Gott, ist das heftig! Okay, da haben wir jetzt echt mal genug Muni, denke ich mal, eingesammelt. Ich glaube aber, es wäre besser gewesen mit dem Auto hier runter. Nee, ging ja gar nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen bitter, da sind wir jetzt getrickt worden. Ja, Grüße gehen raus, Super Sharingan. Ist das so Shikaku? Hat er eine PS4? Egal, Grüße gehen raus. Halt, wo ist unsere Snipe? I want to snipe a little bit. Na komm, mach mal anders Ding jetzt hier. Halt! Ja! Ja, danke! Okay, das lohnt sich wahrscheinlich schon gar nicht mehr mit dem. Egal, also mal. Ah ja, okay, jetzt machen wir das Ding immer so. Ah! 94 EP. Ja. War doch gar nicht so schlimm, oder? Da gibt der noch weniger. Ach, ja, Maul jetzt. Komm, Lego. Doch, 59. Okay, weil es ein ausgewachsenes ist. Alright. Okay, das checken wir schon noch durch. Ist da was? Nope. Schade. Hätte ich jetzt gern gesehen, dass da was wäre. Aber noch gerne hätte ich ein Fahrzeug tatsächlich wieder. Ja, ist ja gut jetzt. Oh, wir gehen einzeln. Aber dass da nicht mal der Nahkampfangriff ausreicht, das frech. Okay, da war Sniper-Muni am Start, das hätte ich nicht. Na, jetzt sind die Level 1 und brauchen wir uns jetzt ja jetzt nicht. Also das wäre ja. Komm, wir haben Ich hab gar nichts gesagt. Jawohl. Die hören sich halt so an, als wären die schon ewig nah dran, aber sind sie nicht. Denen hab ich's gezeigt! Ja, geh lieber weg. Geh lieber weg. Schade. Dann willst du es halt so, oder? Ach komm, dreh doch um! Ich will das nicht tun! Oh Gott. Hör doch auf. Okay, wir brauchen noch mal hier. Nein, ich habe das Ding gar nicht eingescannt. Her damit! Raus da! Danke. Ach, shit, okay. Und abbauen, oder? Bonus XP? Drei Zeichen.
Bonus XP. Wahrscheinlich eben nur 11, oder? Das arme Würstchen wurde gekriegt. Aber 11 geschenkten Gaul, mein Freund und Fans. Sick. Ja. Höchstwahrscheinlich gleich wieder alles kaputt machen. Wir fahren aber jetzt erstmal die Karre. Stell die Karre einfach da vorne ab. Okay. Ah, reicht. Gut, jetzt registriere die Karre beim Catch a Ride, um jederzeit eine neue deconstructen zu können, falls du meine Pandora-Panne hast und dein Untersatz explodiert. Oder ich so blöd... Hier ist ein Raketenwerfer, den ich mal ausprobiert habe. Kannst den haben, Schätzchen. Denk nur dran, ihn auszurüsten. Was? MG, okay. Das war's. Gute Jagd. Und sagt Lilith, dass das Schiff fast fertig ist. Sobald sie die Karte hat, können wir los. Was kann man denn hier noch alles machen? Angel? So, Angel. Dadurch, ne. Ja, komm, nimm mal. Ne, wir nehmen den, komm, der sieht gut aus. Papa hat dir mal gesagt, dass es nach 10.000 Umdrehungen müsste. Aber was für ein Ding. Und man kann die Kakeno fahren, habe ich das jetzt richtig gesehen? Nein! Endlich keine Raketen mehr im Weg, das ist auch super geil. Scheiße für Dumpstruck. Immer konnte es ja Maul nicht halten. Hey, Kammerjäger! Der Kultisten-Mistkerl, der sich Heiliger Dumpstruck nennt, verbreitet Scheiße über die Raiders. Das geht so nicht, Amigo. Reiß ihm den Arsch bis zum Hals auf oder bis zu den Ohren. Ist mir eigentlich egal, wie weit du gehst, solange das Ergebnis stimmt, klar? Andererseits reicht's vielleicht auch, ihm eine Kugel in den Arsch zu jagen. Als Warnung für die anderen Banditen, sich nicht mit den Raiders anzulegen. Oh Gott! Ich höre doch was. Aber Level 1, nee, das muss nicht, Leute. Nee. Jawohl! Oh Gott, wir haben hier noch mehr Quests. Also ich glaube, wir machen das so. Ich nehme die jetzt noch an. Also jetzt wird erstmal nochmal gemütlich verkauft. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach deine Waffe klick. Goldene Schenkel. Schwer. Vaughn, Alter! Weißt du was über diese kleinen KDK-Statuen? Ah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Hat ihr noch einen Skin? Ich habe mich nicht vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Calypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt. Und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Ich rock es noch, Bro! Alles klar, und solange der Kollege das hier noch rockt, muss ich sagen, ich bin raus. Aufnahmesession doch schon vorbei, aber
yo, es macht ultra Bock. Es macht wirklich ultra Bock und scheiße. Puh, viel Glück dabei, die Karte wiederzukriegen. Um die heilige Rundfunkstation mache ich einen riesigen Bogen. Das ist eine durchgeknallte Kultzentrale. Perfekt. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen, meine lieben Freunde. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.